Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, liebe Leute. Man freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, wie ihr schon handelt und am Titel erkennen konntet. Heute haben wir ein Kracherli. Und zwar den deutschen Solo vs. Squads Kill-Rekord mit 59 Kills gebrochen. Ich habe noch keinen gesehen, der in Solo vs. Squads mehr gemacht hat, wenn jemand, also ich bin alleine Solo gegen Vierer-Teams, bevor jetzt hier irgendwer schreibt, der und der hat 63 Kills gemacht oder keine Ahnung wie viel gemacht. Ja, aber nicht in Solo vs. Squads. Ich habe in Solo vs. Squads den deutschen Kill-Rekord und ja, ich sage deutschen Kill-Rekord, wohne aber in Österreich. Mit deutschen Kill-Rekord meine ich deutschsprachigen Raum. Ich wohne in Österreich und spreche auch gerade mit euch. Die Frage Deutsch, die Sprache Deutsch, oder? Ja, deswegen deutscher Kill-Rekord. Okay, bevor hier die Kommentare rasch gescheppert werden. Gönnt euch auf jeden Fall das Gameplay. Für dieses Gameplay würde ich mir 590 Likes wünschen. Ich weiß nicht, ob wir schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es. Da wir 59 Kills gemacht haben, eine 0 dranhängen, 590 Likes, scheppert den Like-Button. Das Video soll ein bisschen viral gehen, hoffentlich. Deutscher Kill-Rekord. Gerne Liebe lassen, Kommentar da lassen. Auch sehr gerne ein kostenloses Abo da lassen, falls ihr neu auf dem Kanal seid und nichts mehr rund um Warzone verpassen möchtet. In Zukunft auch MW3, Warzone 3 im Dezember. Dann 6. Dezember kommt Warzone 3, hoffentlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gameplay. Den Loadout gibt es am Ende. Schaut auch sehr gerne bei Twitch vorbei. Die ganzen Videos, die hier geuploadet werden, werden live on stream auf Twitch erspielt. Deswegen auch sehr gerne abchecken. Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gameplay. Let's go! Scherper, Digga. Treff nix. Sag, wir zeigen uns im Prime. Kuss an, Buddy. Dankeschön, Mann. So viel Knossis, Bruder, was geht ab? Das müssen wir nutzen jetzt. Nein, was ist jetzt los? Diesen Jumpscare, ich habe meine Waffe weggelegt. Ich MP57 Schuss, die beste Starterwaffe, bro. Kracht komplett hier, Digga.
Karte aufspüren. Oh, lui. Dann bitte nicht die Tür zu. Lock in Chat. Lock in, Chat, lock in. Ich will nichts jinxen, aber ihr seht gerade live eine 60-Bomb. Potenzial 60-Bomb. I'm saying. Ach du Scheiße, Bruder, die sind in dem Haus. Hallo? Ach du Scheiße, Bruder.
Ach du Scheiße, Chat. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Lobby. Real Rap. Guck dir das an. Ist ein Bug oder so? Ach du heilige Scheiße. Ja, meine Smokes sind weg. Ach, doch nicht. Ich habe meine MP7 nicht hier. Oh, shit. Egal. Aber ich habe so viel Geld. Muss komplett freien jetzt, bro. Schaff hier die 60 nicht mehr. Ach du Scheiße, ich hab das ja bodenlos. Ja, kauft, kauft, wichtig. Hallo? Kaufen, kaufen, wichtig, wichtig, Jungs, kaufen. Kauf, 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 kauf. Kauf doch, Bruder. Hat er mich geboxt? Ach du Scheiße.
Nicht gegenseitig killen, Jungs. Er hat Self. Ach du Scheiße. One v 3 zum 1v3 zur 60 Bomb. 1v3 zur 60 Bomb. Nein, der letzte ist gestorben. Nein, Bro, der letzte ist gestorben, Chat. Ein Kill zur 60er Bomb, Bruder. So, wie versprochen, kommen wir natürlich zum Loadout. Ich habe die TR-76 Geist mit der MP7 gespielt, wie ihr sehen konntet im Gameplay. Zwar habe ich nicht ganze Zeit mein Loadout gehabt, aber ich zeige euch trotzdem den Loadout natürlich. Wir spielen hier die Sarkin Fried 40 Mündung. Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Brünn Brittle Lauf. Tuning sieht so aus. Dann haben wir die Hochgeschwindigkeitsmunition. Tuning sieht so aus. Das 45-Schuss-Magazin und das Zielhilfen V4-Visier. Ihr könnt hier auch gerne das SZ-Nahlade spielen, was euch mehr gefällt. Tuning sieht so aus. Auch bei dem SZ-Nahladevisier spielt ihr das Tuning so. Und dann haben wir die MP7 hier, Brünn Pendulum Mündung, auch sehr stark die MP7. Tuning sieht so aus. Dann haben wir Hohlspitzmunition, Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Schlager Soldier Griff, den letzten, Tuning sieht so aus. Dann haben wir Demo RXT Schaft, den dritten, Tuning sieht so aus. Und dann den VLK LZR7 Milliwatt Laser, Tuning sieht so aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video, beim Zusehen. Wie gesagt, schaut sehr gerne bei Twitch vorbei. Das alles wird live on Stream erspielt. Wenn ihr so eine Runde nicht live verpassen möchtet, gerne auch bei Twitch vorbeischauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wunderschönen Mittag, whatever. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video oder nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.